Liebe Zuschauer, das Stadtmuseum Pirna feiert Jubiläum. 150 Jahre Stadtmuseum. Und das soll natürlich mit einigen Höhepunkten gefeiert werden. Herr Misterik, am Anfang wollen wir doch erstmal auf den Anfang zurückschauen, als das Museum entstanden ist. 1861 wurde der Grundstein gelegt. In dieser Zeit war es durchaus üblich, dass zum Beispiel an königlichen Höfen schon Sammlungen vorgenommen wurden. Der Grundstein hier in Pirna war aber ein anderer. Was war denn das Besondere an den Anfängen hier in Pirna? Das Besondere war, dass ein Museum entstanden ist, was ein städtisches Museum war, also kulturgeschichtlich geprägt, heimatgeschichtlich geprägt, was entstanden ist auf bürgerschaftliches Engagement beruhend. Das heißt, der städtische Gewerbeverein hatte schon 1857 eine Museumsdeputation gegründet und hat also zielgerichtet diese Museumsgründung, die dann 1861 Wirklichkeit wurde, vorbereitet. Wo waren denn da die ersten Ausstellungsräume, die ersten Museumsräume? Wie muss man sich das vorstellen damals, vor 150 Jahren? Also das war sicherlich noch recht einfach aus heutiger Sicht. Im damaligen Gasthof zum Forsthause wurde am 12. Oktober 1861 das Museum eröffnet. Und es war ein Raum neben dem Saale und es hatte zuvor verschiedene Aufrufe gegeben an die gemeinnützig gesinnten Bürger der Stadt, interessante Objekte historischer Art und naturkundlicher Art abzugeben. Und diese mehr zufällig zusammengekommenen Gegenstände wurden dann in diesem Raum anlässlich des Stiftungsfestes des Gewerbevereines erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Ja, und dann ergab sich eine Geschichte des Museums über 150 Jahre mit Höhen und Tiefen natürlich. Und ja, die Geschichte soll jetzt gefeiert werden. In einem Flyer haben Sie das Programm zusammengestellt. Es soll eine ganze Festwoche geben vom 8. bis 16. Oktober, wenn wir uns mal ein paar Sachen rauspicken. Am 9. Oktober ist sozusagen der Höhepunkt. Ein Familienfest ist geplant. Was wird da zu erleben sein? Also ein Familienfest haben wir geplant mit vielen Sonderangeboten. Es wird viele extra Stände geben, wo man manches nachvollziehen und erleben kann. Und am Abend wird im Höhepunkt ein Konzert in der Klosterkirche stattfinden. Und das Besondere an diesem Tag ist, alle sind herzlich eingeladen. Eintritt ist frei zu allen Dingen. Ja, und dieser Gedanke, dass dieses Museum eben auf bürgerschaftliches Engagement fußt, wird auch in diesem Familienfest weitergetragen. Wie kommt das zum Ausdruck in den einzelnen Veranstaltungen? Also es sind viele Pirner Bürger und auch Bürger darüber hinaus beteiligt, die also an verschiedenen Ständen ihre Angebote unterbreiten. Und auch das Konzert sind Pirner und ehemalige Pirner, die aus Anlass des Jubiläums musizieren in der Klosterkirche. Eine eigene Ausstellung zur Historie des Stadtmuseums wird es nicht geben. Aber es wird zum Beispiel einen Vortrag geben für diejenigen, die sich über die Details informieren wollen. Und sie geben kleine Einblicke, immer mal wieder ein kleines historisches Fenster, zum Beispiel mit der neuen Ausstellung, die jetzt zu sehen ist. Welche ist das denn und wo knüpft man an damit? Also wir haben eine kleine Sonderausstellung aufgenommen, eine Kabinettausstellung mit Grafik, die der Gebirgsverein für die Sächsische Schweiz gesammelt hat, im 19. und 20. Jahrhundert zusammengetragen. Es ist vor allen Dingen Landschaftsdarstellung des 19. und frühen 19. Jahrhunderts. Der Gebirgsverein hat vor allen Dingen die Sächsische Schweiz und die Böhmische Schweiz gesammelt. Es war natürlich touristisch motiviert. Es gibt künstlerisch hochwertige Dinge. Es gibt mehr touristisch motivierte Massenproduktion natürlich auch darunter. Und wir haben einige sehr wertvolle Arbeiten ausgewählt und möchten auf diese Sammlung, die eine große Bedeutung für uns hat und das bedeutendste Erbe mit des Gebirgsvereines ist, darauf möchten wir aufmerksam machen. Welche Rolle hat denn der Gebirgsverein in der Historie des Stadtmuseums gespielt? Ja, eine sehr bedeutende Rolle. Man muss sagen, dass nach der Museumsgründung es durchaus erst mal eine Zeit gab, in der die Existenz des Museums auch noch nicht sicher war. Und 1886 gelang es, die Sammlung des Gebirgsvereines nach Pirna zu holen. Das Museum nannte sich dann Stadt- und Gebirgsvereinsmuseum. Das heißt, zwei Museen, die getrennt verwaltet wurden, befanden sich unter einem Dach. Und der Gebirgsverein war eine sehr große Institution. Man muss sich vorstellen, im Gründungsjahr des Gebirgsvereinsmuseums 1886 haben wir 28 örtliche Sektionen mit 1500 Mitarbeitern. Und es waren sehr viele Wissenschaftler dabei, die diese Museumsgründung auch vorbereitet hatten. Man hat ein großes theoretisches Fundament geschaffen. Und als der Gebirgsverein nach Pirna kam, hat man sofort 9 Museumsabteilungen gegründet. Man hat Abteilungsvorstände berufen und man hat sehr zielgerichtet diese Sammlung entwickelt.
Also wirklich eine interessante Sache. Am Schluss noch eine Frage. Wenn man Geburtstag hat, darf man sich natürlich auch etwas wünschen. Was sind denn die Wünsche des Stadtmuseums für die Zukunft, Herr Misterik? Ja, die Wünsche sind natürlich, dass wir das Museum weiterentwickeln können, weiter qualifizieren können, dass wir mit Ausstellungen und Publikationen weiterhin in der Öffentlichkeit sind, dass wir auch die Hintergrundarbeit in der entsprechenden Qualität leisten können, also das Sammeln, Bewahren und Erhalten, und dass also noch viele, viele Jahrzehnte natürlich dem Stadtmuseum hier beschieden sind. Ja, das wünschen wir Ihnen natürlich auch. Danke, Herr Misterik. Ja, liebe Zuschauer, und für Sie nochmal zur Erinnerung, die große Festwoche hier anlässlich des 150-jährigen Bestehens im Stadtmuseum vom 8. bis 16. Oktober.